Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es endlich für euch das Food Diary, das ich euch versprochen habe. Ganz, ganz viele von euch haben mich auch privat angeschrieben, ob denn das Video noch kommt und ob ich es denn noch online stellen könnte. Das mache ich heute wirklich sehr, sehr gerne für euch. Bedenkt bitte, dass es Festtage waren und wir tatsächlich viel gegessen haben. Meine Eltern sehr, sehr großen Wert auf Ernährung legen, genauso wie ich. Und wir wahrscheinlich ein wenig übertrieben haben, aber wie gesagt, es waren Feiertage und ich sehe nur einmal im Jahr meine Mama, die mich dann bekocht und die immer meint, ich müsste etwas zulegen, weil sie immer denkt, ja, ich bekomme nichts Gescheites zu essen und habe zu viel Stress und deshalb verwöhnt sie mich natürlich immer mit den Dingen, die mir am liebsten sind, beziehungsweise die mir eben sehr, sehr gut schmecken. Ich habe euch die Sequenzen mal abgefilmt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann ja, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, fragt mich, wie was zubereitet wurde, das kann ich euch natürlich sehr, sehr gerne sagen. Wie gesagt, wir legen sehr, sehr viel und sehr großen Wert auf unsere Ernährung. Gerade meine Eltern, also die kaufen da alles im Ort und da gibt es so, so viele Bio-Bauern, die ihre Kühe auf der Weide haben. Also es ist ein ganz kleiner Ort, in dem meine Eltern leben, da leben 7000 Einwohner oder so. Und dann ja, haben die eben da alles Gemüse und so weiter. Mein Vater hat sogar Hühner und da gibt es dann die frischen Eier frühmorgens. Also es ist richtig schön bei meinen Eltern und die Italiener an sich, wie gesagt, die leben ja doch meistens sehr gesund. Es hat natürlich auch was damit zu tun, wie der Alltag ist. Also natürlich, wenn man den ganzen Tag arbeitet, 9 Stunden, kann man sich abends nicht nochmal hinstellen und 1,5 Stunden kochen. Das ist mir schon klar, das weiß ich auch. Aber ihr wolltet dieses Video haben. Ich habe es euch zusammengeschnitten. Wie gesagt, erschreckt euch nicht und bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne bei mir melden, auch privat, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann lasst es mich sehr, sehr gerne wissen. Und jetzt, ja, schicke ich euch im Anhang sozusagen unser Food Diary. Es war sehr, sehr schön, es zusammenzuschneiden, weil ich da eben nochmal alles habe Revue passieren lassen. Ich habe natürlich die Stimmen gehabt nochmal am Tisch, die ich euch natürlich jetzt weggeschnitten habe, weil ich ein Voice-Over gemacht habe. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr freut euch über dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hoffentlich ist eine kleine Inspiration dabei oder ihr denkt euch, oh mein Gott, was haben die alles gegessen? Ja, also viel Spaß beim Video und los geht's. So, erster Tag Italien. Als kleine Vorspeise gab es Mozzarella, Tomaten, Paprika, Fenchel und Salumi. Das heißt, eine Salamischeibe und Parmaschinken. Als Hauptspeise gab es dann Rigatoni alla Bolognese mit ganz viel Parmesan. Meine Eltern machen ihre Tomatensauce ja selbst und die köchelt auch ganz, ganz lang, damit sie extra lecker ist. Nach jedem Hauptgericht ist es bei uns übrigens üblich, Obst zu essen. Ich blende das jetzt nicht jedes Mal ein, nur damit ihr Bescheid wisst. Ich habe das nicht jedes Mal mitgefilmt. Heute ist ein ganz besonderer Tag und das ist unsere Vorspeise. An Weihnachten ist es Tradition, dass man in Italien Fisch isst, also alles auf Fischbasis sozusagen. Wir haben hier Spaghetti mit Gambas gegessen und hier seht ihr jetzt nochmal alles im Schnelldurchlauf, was auf dem Tisch steht an Weihnachten, also recht viel. Meine Kinder essen allerdings den Fisch nicht, wenn er so zubereitet ist, deshalb gab es für sie Nudeln mit Tomatensauce. Als zweiten Gang gab es für uns Erwachsene dann gegrillte Gambis. Sehr, sehr lecker, finde ich. Am ersten Feiertag gab es dann diesen gemischten Vorspeisenteller und zwar haben wir zum einen Baccalà und zwar ist es Stockfisch. Wie gesagt, an Weihnachten essen wir viel Fisch. Dann haben wir frittierte Artischockenherzen, einen Paprikasalat und einen normalen gemischten Salat. Eine weitere Tradition bei meinen Eltern ist es, Lasagne zu kochen. Meine Mama steht ja wirklich stundenlang in der Küche. Sie sieht jetzt sehr einfach aus, diese Lasagne, aber ja, sie braucht sehr viel Zeit, schmeckt aber sagenhaft. Heute gibt es mal einen etwas kleineren Vorspeisenteller, weil wir in den letzten Tagen wirklich viel gegessen haben. Hier haben wir jetzt wieder frittierte Artischockenherzen. Dann haben wir Mozzarella, Fenchel und Oliven. Genau, und so sehen jetzt die Artischockenherzen noch aus. Und als Hauptgang gibt es heute mal was typisch Deutsches und zwar hat meine Mama Hähnchenbrust paniert, also einen Schnitzel daraus gemacht mit Pommes und frischem Salat. Das war auch wirklich sehr, sehr lecker. Als Vorspeise gibt es heute Baccalà-Salat und zwar ist es so angemacht, dass da auch noch scharfe Paprika mit drin ist, die vorher getrocknet waren. Dann seht ihr noch Lachs und dann haben wir noch eine andere Art von Paprika, die gefüllt ist und das war wirklich sehr lecker.
Heute gibt es Spaghetti Napoli mit ganz viel Parmesankäse und wie gesagt, das ist die Tomatensauce, die meine Eltern selbst herstellen. Und als zweiten Gang gab es dann wieder Fisch, also zum einen Bacala, Stockfisch wie gesagt, und noch einen anderen leckeren Fisch, aber da weiß ich jetzt nicht, wie der hier in Deutschland heißt, sorry. Als Vorspeise gab es dann wieder am nächsten Tag Paprikasalat, dazu habe ich euch auch schon ein Video gemacht. Und als Hauptgang gab es dann gefüllte Artischocken. Meine Kinder mögen das jetzt nicht, die sind das nicht gewöhnt, also zwei meiner kleinen Kinder und die haben dann Nudeln bekommen mit Tomatensauce. Aber die Artischocken, die schmecken wirklich so, so lecker, diese gefüllten Artischocken. Also gut, meine Kinder haben die Nudeln bekommen mit Tomatensauce und dazu einen Salat, und zwar einen gemischten Salat. Dann hatten wir noch eine Mozzarella mit dabei und Fenchel. Als zweiten Gang gab es dann Brisaula, und zwar ist es wie eine Roulade hier in Deutschland, aber ganz anders zubereitet. Auch was innen drin ist, ist anders. Ich kann euch sagen, dass das so, so lecker schmeckt. Das köchelt quasi mit in der Tomatensauce und ist dann butterzart. Also es ist wirklich ganz, ganz lecker. So, auf ein neues, der Vorspeisenteller. Und zwar haben wir Parmaschinken, wir haben Käse, Oliven, Salami und Lupini. Dann hat meine Mama mein Lieblingsgericht vorbereitet für mich. Ich kann euch sagen, dass das wirklich sehr, sehr aufwendig ist. Italiener unter euch werden jetzt wissen, was das ist. Und zwar ist es eine Auberginen-Lasagne. Die Auberginen, die werden quer aufgeschnitten, die werden dann in einer Panade quasi gewälzt und frittiert. Und das Ganze wird dann eben zu einer Lasagne gemacht mit ganz viel Parmesan. Ihr könnt es hier sehen, wir haben dazu dann noch einen Salat gegessen, also einen Tomatensalat, Fenchel, und dann hatten wir noch Paprika. Also es ist wirklich mein absolutes Lieblingsgericht. Ich war dann auch satt und das war dann noch für die anderen, weil ich das nicht esse. Also das ist Lamm, das hat meine Mama dann gegrillt. Und dann zur Feier des Tages gab es noch was Süßes, und zwar was ultra Leckeres. Bei uns in Italien ist es so, dass man da zum Bäcker geht. Man kauft dann die Ware in Kilo sozusagen. Also ich habe ein Kilo Pasticcini gekauft, so nennt man das. Dieses Tablett hier hat, nur damit ihr mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt habt, 15 Euro gekostet. Also es ist ein bisschen anders als hier in Deutschland, wenn man zum Bäcker geht. Aber es hat so, so lecker geschmeckt, wirklich. Heute gibt es als Vorspeise die frittierten Auberginen, die ich ja so gerne mag. Dann haben wir Pizza und wir haben noch Artischockenherzen und wir haben noch kleine Frikadellen. Als Hauptgericht gab es dann mal wieder Pasta di casa. Ihr seht schon, wir lieben es, Nudeln zu essen. Und als zweiten Gang gab es dann noch Fleisch. Das wollte ich aber nicht, mir war das alles zu viel. Und deshalb habe ich noch ein bisschen von dem Vorspeisenteller gegessen. Ich habe mir noch einen Salat dazu mit Balsamico-Dressing und dann war ich auch satt. Zum Nachtisch hat meine Mama dann einen ganz leckeren Tiramisu gezaubert, allerdings auf ihre Art, weil sie immer Angst hat mit den Eiern, da die ja eigentlich roh reinkommen. Sie macht dann eine Art Sabayone mit der Mascarpone-Creme und es schmeckt so, so lecker. Am Tag der Abreise gab es dann Tortellini in Brodo und ich weiß, es sieht sehr einfach aus, dieses Gericht, aber ich kann euch sagen, dass meine Mama wirklich stundenlang auch dafür in der Küche gestanden ist, weil das alles hausgemacht ist. Also das heißt, die Brühe, sie hat da Sellerie rein und Hühnchen und so weiter, musste alles absieben und es war wirklich sehr, sehr lecker, sehr nahrhaft. Der Alessandro mag keine Tortellini und deshalb gab es für ihn kleingemachte Spaghetti mit drinnen und ganz viel Parmesan natürlich.